Heute verrate ich dir, wie du ohne Sport, ohne Quälerei und ohne Diät schnell abnehmen kannst. Wenn du schnell abnehmen willst, dann kannst du natürlich eine Diät machen oder komische Pillen und Shakes zu dir nehmen. Empfehlen würde ich dir das jedoch nicht. Du wirst zwar ein paar Kilo abnehmen, aber du wirst auch mies gelaunt und gefrustet sein. Insbesondere dann, wenn dein Gewicht nach kurzer Zeit wieder drauf ist. Du kannst aber auch schlau sein und gleichzeitig schnell abnehmen. Trinke die nächsten 30 Tage nur Wasser, ungesüßten Tees oder Kaffee. Benutze zum Kochen und Braten nur noch Kokosöl oder Butter aus Weidenmilch. Für deine Salate nur noch Olivenöl. Entferne alle anderen Öle aus deiner Küche. Vermeide den Gang zum Bäcker oder die Backwarenabteilung des Supermarkts. Lerne stattdessen deine Snacks und Kuchen auf gesunde Art und Weise selbst zuzubereiten. Esse mehr Gemüse. Wenn du deinen Teller anrichtest, sollte er zur Hälfte aus Gemüse bestehen, denn üblicherweise bestehen unsere Teller meistens zur Hälfte aus entweder Fleisch, Nudeln oder Kartoffeln. Fünftens, verzichte auf dein Abendbrot. Damit meine ich nicht, dass du abends nichts mehr essen sollst, sondern dass du mittags eine größere Portion kochst und dann abends die leckeren Reste isst. Das Brot lässt du eben links liegen. Gehe früher ins Bett. Versuche bis 22 Uhr ins Bett zu gehen, denn Schlaf spielt beim Abnehmen eine sehr wichtige Rolle. Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts schüttet dein Körper vermehrt Wachstumshormone aus. Diese Hormone schützen unsere Organe vor dem Altern und helfen uns, Fett zu verbrennen.